Medien im Internet. Im Internet. Ich poste gleich mal den Link dazu. So. Genau, also Mandy Schütze ist Geografie- und Ethiklehrerin am Gymnasium Gerabrunn und eben auch Vorstand der Zentrale für Unterrichtsmedien im Internet und dem Zoom-Wiki, über das wir heute noch mehr erfahren werden. Bei dem Zoom-Wiki handelt es sich um eine Plattform, ja, auf der sich Lehrer über Unterrichtsmaterial austauschen können und das Ganze hier auch eben, ja, bereitstellen können. Das Ganze ist in Fächern kategorisiert. Ich habe mich da auch schon mal so ein bisschen umgeschaut und es gibt wirklich zu jedem Thema was. Die Fragen an Mandy könnt ihr wie immer hier im Etherpad eintragen, das ich schon jetzt verlinkt habe. Und dann gibt es jetzt noch den Link zu dem Wiki. Einen Moment. Genau, um das es heute geht. Und dann werden wir es heute so machen, dass wir nach dem Vortrag von Mandy eine 10-minütige Pause einlegen. Das wurde gewünscht von den Teilnehmern und in der Pause könnt ihr dann Fragen nochmal reinstellen, die wir dann danach gleich diskutieren können. So, dann würde ich das Wort übergeben an Mandy. Ja, hallo auch von mir. Jetzt habe ich, ihr habt es gesehen, nicht aufgepasst, was alles schon gesagt wurde. Meine Tochter war gerade hier. Ich hoffe, sie hat verhalten sich ruhig und stören nicht allzu sehr. Also, soll ich mich nochmal vorstellen? Hast du schon gemacht, ne? Ja, ganz kurz habe ich ja was dazu gesagt. Okay, gut. Dann fange ich direkt an. Ihr seht meine Präsentation. Nee, es geht nicht lauter. Hört ihr mich gut? Also bei mir kommt es eigentlich ganz gut an. Okay. Ich hatte vorhin noch ein Headset, aber das funktioniert offensichtlich auch nicht. Aber okay. Jetzt schreiben so viele. Ich fange einfach an. Gut, also Mandy noch ganz kurz, wenn eine wichtige Frage auftaucht, dann werde ich dich darauf hinweisen. Ansonsten diskutieren wir dann die Fragen am Ende. Genau, aber wenn Die sie werden hier da in den sind, Chat ja, okay. reingestellt. Okay. Okay, also es geht um die Zoom. Als erstes, wer ist eigentlich die Zoom? Wir sind ein Verein, der ehrenamtlich arbeitet, ausschließlich. Also wir sind alle hauptberuflich Lehrer oder an der Uni Wissenschaftler. Es gibt niemanden, der Vollzeit für die Zoom arbeitet. Wir finanzieren uns aus Werbung und Spenden. Je mehr ihr spendet, desto weniger Werbung müssen wir einblenden. Geld wird genutzt, um, also die Einnahmen, die wir dann bekommen, wird eben genutzt für technische Infrastruktur oder und so weiter. Ja, wir haben noch ein jährliches Mitgliedertreffen. Davon gibt es ein Video. Das seht ihr da auf der Seite über Was ist die Zoom? Da könnt ihr euch das angucken, geht los 5 Minuten oder so. Da sieht man, hat man so ein bisschen Einblick. Also in den letzten Jahren sind immer mehr jüngere Menschen auch dazugekommen, die das Internet nutzen. Den Verein gibt es seit 1997 und hat sich eben zum Ziel gesetzt, das Internet ja, für den Unterricht nutzbar zu machen. Und wir sind nicht angebunden an irgendeinen Verlag oder an irgendein Bildungsministerium, sondern machen es wirklich aus unserem Unterricht heraus. Und so sieht das Zoom-Wiki auch aus, also oder auch die gesamte Zoom, also da macht jeder das, was aus dem Unterricht rauskommt. So, hauptsächlich geht es darum, um Ideen auszutauschen und sich selber einfach auch oder seine Sachen auch online zu stellen, damit andere eben die auch nutzen können. Also ich persönlich bin immer froh, wenn meine Seiten auch jemand verändert und da neuen Input gibt, weil ich sonst ganz schön so in meinem eigenen Saft oder in meinen eigenen Ideen rumschwimme, die sich einfach nicht weiterentwickeln, wenn man sich nicht austauscht. Genau, und dadurch sind auch verschiedene andere Projekte noch. Neben Unterrichtsmaterialien gibt es da auch ein Etherpad haben wir jetzt auf der Zoom, das heißt Zoompad. Dann Buchtipps, Rezensionen, Linksammlungen, Kommentierte und so weiter. Und die ganzen Möglichkeiten zur Mitarbeit, die habe ich da unten abgeschnitten in dem Screenshot, aber der Link steht ja daneben.
Also gibt da viele Möglichkeiten, sich auch selber einzubringen. Gehen wir mal weiter. Gehen wir zum Zoom-Wiki. Das Zoom-Wiki, da seht ihr die Startseite, die habt ihr schon im Chat da verlinkt gehabt. Das Zoom-Wiki ist ein Wiki, wo sozusagen jeder mitarbeiten kann. Wir haben die Hürde eingebaut gegenüber der Wikipedia, dass man sich anmelden muss. Das ist da ganz rechts oben. Benutzerkonto anlegen oder anmelden. Das habe ich da gelb unterlegt. Oder steht die Nummer 8? Also, aber ich sage gleich was dazu. Also Benutzerkonto anlegen, anmelden, sonst kann man da nicht bearbeiten. Lesen kann man aber alles im Zoom-Wiki. Ja, also das sind alle öffentlich die Materialien, die man da hochstellt. Genau. Und wichtig, das sage ich gleich, das habe ich auch gelb unterlegt. Sei mutig, mach mit. Man kann echt nichts kaputt machen im Zoom-Wiki. Man kann jede Version immer wieder herstellen. Also es gibt da eigentlich keine Möglichkeiten, irgendwas Dummes zu machen oder kaputt zu machen oder so. Ja, das ist echt so. Also manchmal passt es nicht so rein, was man da so macht, aber dann gibt es da ganz viele Helfer, die einem da ganz schnell unter die Arme greifen. So, ich habe da die Sachen nummeriert. Ich erzähle euch jetzt was zu den Nummern. Fangen wir mit der Nummer 1 an. Da ist das Ziel, das ist die Startseite. Ihr könnt das auch, wenn ihr online seid, im Browser auch mit angucken. Also die Nummer 1, das ist das Ziel vom Zoom-Wiki. Es geht um Lehrinhalte und Lernprozesse. Das ist so ganz grob das, was rein soll. Also wir sind, es umschreibt es schon, wir sind kein Lexikon oder also wie Wikipedia, sondern wirklich, es geht um Lehrinhalte und Lernprozesse. Also alles, was ich für das Lernen brauche, das kommt da rein. Ja, das ist also diese Intention, die steht schon ziemlich lange fest. Und wir haben da wirklich lange auch im Wiki rumdiskutiert und da das auch mehrfach geändert. Aber mit dieser Version, dieses Mottos sozusagen, sind wir sehr zufrieden, weil es im Grunde alles umfasst, was wir da machen wollen. Also es schließt Schule ein, Hochschule, alle Schularten, alle Schultypen. Es schließt aber auch ein, dass ich Material bereitstelle für meine Schüler und auch, dass ich mit meinen Schülern drin arbeite. Genau, und gehen wir zu Nummer 2. Das sind die Nummer 2. Da sind die aktuelle Artikel aufgelistet auf der Startseite. Das ist eine manuelle Liste. Das heißt, immer wenn jemand einen Artikel bearbeitet, wird er dort oder gut bearbeitet, wird er dort eingestellt. Also das sind meistens Artikel, für die sich irgendjemand oder mit denen sich jemand ausführlich beschäftigt hat. Also nur kleine Änderungen von wegen ein Tippfehler oder ein Rechtschreibfehler oder ein Link ergänzt oder so, das taucht dann nicht auf, sondern wirklich richtig ausführliche Artikelbearbeitungen sind dann da drin. In der Nummer 3 haben wir, Nummer 3? In der Nummer 3 haben wir auch die im Blickartikel, das heißt Artikel, die wirklich gerade aktuell sind, wo vielleicht gerade die Lehrer Material dazu suchen. Beziehungsweise, das steht ja immer dahinter, es muss sich ein Freiwilliger finden, der das bearbeitet. Also hier hat sich jemand die Mühe gemacht, über Nelson Mandela relativ fix da die Informationen zu sammeln und Unterrichtsmaterialien bereitzustellen. Oder eben zu den tropischen Wirbelstürmen. Eben, wenn das Thema aktuell ist, findet sich da meistens jemand, der das macht. Die Nummer 4. Seht ihr? 4. Das ist der Schnellzugriff auf die Fächer. Ihr seht ihr, dass nicht alle Fächer dastehen. Das sind die Fächer, die ja, die oft unterrichtet werden, beziehungsweise oft auch bearbeitet werden. Also ich unterrichte Ethik. Ethik ist jetzt nicht so das Fach, was oft unterrichtet wird, glaube ich, aber dadurch, dass ich da ziemlich viel Materialien rein tue, steht es halt damit in der Liste, ne? Die ist auch alphabetisch, glaube ich, sortiert. Die dastehen, aber dadurch, dass eben viel Materialien da sind durch mich, wird es auch da verlinkt auf der Startseite, weil wir natürlich die Sachen zeigen wollen, auch die da gemacht werden und nicht irgendwelche Stücke oder Fragmente von Fächern, die eigentlich nicht benutzt werden. Deswegen steht auch DAF und DAZ da, also Deutsch als Fremdsprache und Deutsch als Zweitsprache, weil dafür das Wiki auch unglaublich genutzt wird, also ganz viel wird da von den DAF, also von den DAF und DAZ-Lehrern das genutzt.
So, die Nummer 5. Da haben wir die Lizenzen. Damit habt ihr euch, glaube ich, auch schon beschäftigt. Wir haben die Lizenz CC BY-SA. Das heißt, dass der Autor angegeben werden muss und dass es unter derselben Lizenz wieder weiterverwendet werden muss. Außerdem natürlich, was immer angegeben werden muss, der Link zu der Lizenz. Das war auch eine langwierige Diskussion. Wir haben uns auch gegen das NC entschieden, weil wir natürlich durch diese Werbung sind wir da auf einem ganz dünnen Eis, wenn wir da NC hin, also Non-Commercial hinsetzen und dann trotzdem aber unten Werbung einblenden. Die Werbung, wie gesagt, habe ich schon gesagt, ist notwendig. Aber selbst mit diesem, also gerade eben durch dieses CC BY-SA sind wir OER und hoffen, dass das auch immer weiter ausgebaut und genutzt wird. Wie eben bei einem Wiki, das schon, das einfach, also bei einem Wiki ist es einfach so, dass das von Menschen bearbeitet werden muss. Ja, also je mehr Menschen sich da finden, desto mehr unterschiedliche Sichtweisen kommen auch rein. So, dann habe ich die Nummer 6, das sind verschiedene Werkzeuge. Auf der linken Seite, diese Spalte, die ändert sich. Ach, Nummer 6. Bin zu schnell für die Kamera, ich sehe es. Auf der linken Seite, das ändert sich immer mal ein bisschen. Da momentan haben wir dort die ganz oben die Gruppe Hauptseite Fächer Forum letzte Änderung und zufällige Seite ist so ja die man eigentlich ganz oft braucht. Also letzte Änderung gucke ich mir zum Beispiel immer an. Da sehe ich, was so als letztes bearbeitet wurde. Da sieht man auch, dass das Wiki ziemlich aktiv ist. Bei den anderen Wikis, durch die man sich so klicken kann, ist das nicht so. Aber dort sieht man das ziemlich schnell, dass das sehr gut besucht und sehr bearbeitet wird, sehr stark. Forum, da möchte ich gleich noch was dazu sagen. Das ist so eine Diskussionsplattform im Wiki. Diskussionen im Wiki sind immer schwierig. Aber es geht darum, dass bestimmte Sachen, zum Beispiel, wenn Fehler sind oder wenn bestimmte Ideen eingesetzt oder eingefügt werden müssen oder werden sollen, dass man das ins Forum schreibt. Oder auch wenn ich mit Schülern zum Beispiel im Wiki arbeite, dass ich das schon dort mal reinschreibe, damit die anderen schon vorgewarnt sind. Manchmal weiß man nicht so richtig, wie die Schüler so reagieren. Also ich habe mit Sechstklässlern da drin im Wiki gearbeitet und da habe ich im Forum auch vorgewarnt, sozusagen, dass da Bearbeitungen stattfinden, die vielleicht nicht ganz so, ja, nicht, also nicht ganz so im Sinne des Ziels des Wikis sind und dass ich da natürlich dran bin, das zu korrigieren, beziehungsweise da auch dahinterher bin, das wieder rückgängig zu machen, beziehungsweise mit den Schülern zu ändern. Aber das muss man einfach dann, also so eine Sache würde ich auch vorher immer ankündigen. Im Wiki. Zufällige Seite ist eine super Sache. Da findet man Seiten, da hat man noch nie gewusst, dass es die überhaupt gibt. Die Hilfen, da sage ich dann gleich noch was dazu. Und dann das habe ich jetzt nicht ausgeklappt, zum Internet e.V., da gibt es noch verschiedene andere Möglichkeiten, was man sich bei der ZUM angucken kann. Ich habe ja schon ein paar Projekte noch genannt. Und ja, aber das habe ich jetzt nicht ausgeklappt. Und die Werkzeuge. Da kann man verschiedene Sachen, zum Beispiel wichtig ist vielleicht die Druckversion. Da habe ich mehrere Möglichkeiten, Wiki-Seiten auszudrucken und auch die Links auf diese Seite, das ist genau da, wo die 6 drüber liegt. Da kann ich gucken, wie ist diese Seite vernetzt. Bei der Hauptseite ist das jetzt nicht ganz so sinnvoll, aber bei anderen Seiten, zum Beispiel bei Geografie-Seiten oder bei, was weiß ich, für Fächerseiten, da ist das sinnvoll, diese Links auf diese Seite mal anzugucken. Wenn nämlich gar keine Seite auf diese Seite verlinkt, die ich erstellt habe, dann hängt die so im luftleeren Raum und niemand findet die, weil die nicht in dieses Netz sozusagen eingebunden ist. Okay, ach, die 7. Da sind weitere Portale, die habe ich dann unten abgeschnitten, die quer zu den Fächern liegen. Also die nicht in diese Fächerstruktur einzuordnen sind, aber trotzdem wichtig sind. Also zum Beispiel eben Deutsch in den Niederlanden oder Lehrerberuf oder sowas. Ja. Dann die Nummer 8, das hatte ich schon gesagt. Jetzt sind wir da. 8. Benutzerkonto anlegen, anmelden. Das ist immer auf jeder Seite oben, wenn ihr angemeldet seid, zeige ich euch dann gleich noch. Da steht dann natürlich nicht mehr Benutzerkonto anlegen, anmelden. Außerdem direkt unter der 8 steht Versionen, Autoren. Ich kann bei jeder Wiki-Seite
mir angucken, wer hat die bearbeitet und ich kann jede Version auch wiederherstellen. Also ich kann jede Version anschauen und auch jede Version wiederherstellen. Das ist wichtig, eben was ich vorhin gesagt habe, dass man eigentlich keine dummen Sachen machen kann. Man kann die wirklich alles, alles wiederherstellen. Was ich vergessen habe bei der Lizenz, bei der Nummer 5, einige Bilder sind nicht unter der CC BY SA-Lizenz, sondern unter einer anderen, ja witzig, unter einem Aufmerksamkeitstest, unter einer anderen Lizenz, da muss man dann genau gucken. Aber die Texte sind alle unter CC BY SA. Okay. Weiter, weil ich nichts gedrückt habe, deswegen hat es sich ja ausgeschaltet. Das Zoom-Wiki als Lehrer nutzen. Nochmal zurück. Da habe ich verschiedene Beispiele, also im blauen Kasten Unterrichtsideen, aktuelle Beispiele, Aufgaben, Lösungen, didaktische Inhalte, Methoden. Ich kann alles in das Zoom-Wiki setzen, was eben mit Lernprozessen und Lerninhalten zu tun hat. Das heißt, im Grunde gibt es echt viele, viele Möglichkeiten. Ich kann Unterrichtsideen reinbringen, die ich mir denke, Aufgaben, Texte dazu, Links dazu oder auch, wir haben verschiedene Seiten zu verschiedenen Methoden oder Medien, wie der Einsatz am besten funktioniert und so weiter. Klicktipps habe ich euch da in den gelben Kasten gesetzt. Es gibt eine Kategorie mit Unterrichtsideen, wo automatisch alle Unterrichtsideen gesammelt werden. Das heißt, jede Wiki-Seite hat eine Kategorie, die muss man mit eingeben oder sollte man mit angeben, wenn man eine Wiki-Seite erstellt. Und dann wird es automatisch der Kategorie hinzugefügt. Beziehungsweise, wenn man, zeige ich euch dann gleich noch, eine Kurzinfo hinzufügt, wird es automatisch dann auch in der Kategorie eingesetzt, einsortiert. Unterrichtsmethoden eben. Verschiedene Methoden, die dort eingebunden sind, Methoden mit Erfahrungsberichten, das war das Wort, mit Erfahrungsberichten. Ja, also Beispiele, wie andere die Methoden einsetzen, was so für Vorteile gibt, was so für Nachteile gibt und so weiter. Unterrichtsreihen, da habe ich euch die für Frankfurt am Main verlinkt, eingesetzt. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, seinen Unterricht schon ja vorzuplanen und das anderen mit anderen auch zu teilen. Lernpfade für Mathematik, die sind besonders schön. Die gibt es schon ganz lange. Die sind im Rahmen der Digitalen Schule Bayern entstanden und die sind dann in das Zoom-Wiki übergesiedelt, weil es da einfach viel mehr Möglichkeiten gibt, was so Spielereien angeht. Sag ich, Spielereien ist natürlich das falsche Wort, aber was so Spielereien angeht. Und gerade eben bin ich eben beteiligt an dem Netzphilo-Seminar Philosophieren im Internet bzw. im Web 2.0. Und da haben wir letzte Woche zufällig auch Lernpfade bewertet, beurteilt. Es gibt eben eine ganze Reihe von diesen Lernpfaden. Den Link habe ich euch auch dazu getan. Damit könnt ihr gucken, welche welche Kriterien wir angesetzt haben und auch welche Kommentare. Also ja, diese Beurteilung von den Lernpfaden, das war ganz interessant. Da haben wir den Lernpfad zu den römischen Zahlen. Das war das, was ich meinte. Jetzt habe ich zwei. Mit den römischen Zahlen, das war das, was ich meinte, mit den vielen Spielereien. Also es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Es gibt da dieses blaue, das ist ein Memory, da muss ich die zwei passenden finden. Das ist halt für die Unterstufe, ne? Also für 5., 6. Klasse, glaube ich, ist das. Ich bin kein Mathematiklehrer, man möge mich verbessern. Es gibt dann viele Möglichkeiten für interaktive Spiele, die sind dort verlinkt. Ich kann dort verschiedene Bilder oder Textbausteine so verlinken oder so zusammenfügen, dass es einen Sinn ergibt. Ich kann dort ein Suchsel einbinden, also so aus vielen Wörtern, aus vielen Buchstaben, da die richtigen Wörter finden, Kreuzworträtsel und so weiter. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten im Wiki, die auch nicht ganz so schwer zu erstellen sind, wo man eben so einen schönen interaktiven
Übungen sozusagen für die Schüler erstellen kann, die den Schülern dann den Weg weisen sozusagen. Ja, und die dann auf die dann auch andere Lehrer zugreifen können. Die Lehrer, die das erstellt haben für die Digitale Schule Bayern, beziehungsweise dann im Zoom-Wiki, die haben das auch ausführlich mit ihren Schülern benutzt und es wird auch immer wieder verbessert. Man kann sich das dann auf seiner eigenen Wiki-Seite speichern und dann auch dort weiter bearbeiten, beziehungsweise für die Bearbeitung auch sperren. Also, dass man sagt, das darf nur oder das rüberschreiben, das ist nur für meinen Unterricht, das will ich, dass das niemand anders benutzt und dann schreibt da oder ändert da auch niemand was drin. Also oft ist ja dieses Argument gegen den Wiki, dass da Vandalismus betrieben wird, beziehungsweise dass da ja jeder an ändern kann. Das ist im Zoom-Wiki bisher nicht passiert, als sich eben einige da eingeklinkt haben und da vandaliert haben, haben wir das mit der Anmeldung gemacht. Also vorher war die Anmeldung auch offen, also da konnte jeder bearbeiten. Und seitdem das nicht mehr ist, haben wir auch keinen Vandalismus mehr drin. Also es ist echt selten, dass da, nee, eigentlich passiert es gar nicht, dass da Sachen reingestellt werden, die grob vandalistisch sind. Genau. Soweit zu den Lernpfaden. Nicht so schnell. Okay. Kein Protest. Kein Protest. Wie erstelle ich jetzt Inhalte im Zoom-Wiki? Ich habe hier die Beispielseite einer Unterrichtsreihe Altern und Tod. Ich unterrichte ja Ethik. Da kommen wir jetzt zur Wiki-Syntax. Das sieht ein bisschen kompliziert aus. Allerdings sind die Wikis vorletztes Wochenende auf die neue Software umgezogen. Das heißt, die sind jetzt genau so aus füllbar bzw. bearbeitbar wie die Wikipedia. Wer bei der Wikipedia bearbeitet, kennt sich das, fühlt sich dann total heimisch. Ich musste mich da auch erst ein bisschen umgewöhnen. So sieht es dann dahinter aus, ihr seht es, ne? Ja, sieht nicht so toll aus, ne? Aber ja, das ist auch das, was in den Lernpfaden von den Studenten im Netzphilo-Seminar auch immer wieder angemerkt, kritisiert wurde, dass die Wiki-Software oder dass das Aussehen so nüchtern ist. Da gibt es Möglichkeiten, das zu ändern, beziehungsweise das schöner und bunter zu gestalten, aber das ist alles Arbeit und wenn man das einmal verstanden hat, macht man es auch und dann geht es auch, also dann sieht es auch schön aus, aber da muss man sich dann echt dahinter klemmen. Die meisten setzen das erstmal so ein, dass sie wirklich Inhalte rein und das reinbringen und das Schöne kommt dann sozusagen später. Gehen wir wieder die Nummern durch. Die Nummer 1, das ist, was ich vorhin schon gesagt habe, jede Seite hat diese drei Sachen da rechts oben stehen, nämlich Lesen, Bearbeiten, Version, Autoren. Version, Autoren habe ich schon gesagt, kann mir bei jeder Seite angucken, wie die eigentlich oder wer die eigentlich bearbeitet hat und wie viele Versionen da dazwischen liegen, ne? Also in welchem Zeitraum das auch entstanden ist. Und dann kann ich alles bearbeiten. Jede Seite, ausgenommen zum Beispiel die Hauptseite. Die darf nur von den Admins bearbeitet werden und nicht von allen sozusagen. Aber bleiben wir bei den normalen Seiten, da steht bearbeiten, das kann ich dann auch machen und das mache ich auch. Bei der Nummer 2 haben wir die normale Seite jetzt, das seht ihr. Die ich bearbeite, das steht direkt drunter, Bearbeiten von Altern und Tod, Tod in den Weltreligionen. Außerdem steht da Diskussion, jede Seite, das ist das Tolle im Wiki, hat eine Diskussionsseite, auch jede Benutzerseite, sage ich gleich noch was. Also die Diskussion ist zur Diskussion über den Artikel gedacht. Das heißt, wenn ich nicht direkt in den Artikel reinschreiben will, also wenn ich mir das nicht traue, dass da von jemand anders was zu bearbeiten, dann kann man da immer noch auf die Diskussionsseite gehen und gucken und da hinschreiben. Ja, also das ist sozusagen die zweite Ebene. Da muss man dann, also die kann man genauso bearbeiten wie die Wiki-Seiten. Das ist vielleicht noch wichtig. Also dieselbe Syntax. Die dann ja für das gesamte Wiki sozusagen gilt.
Gehen wir zu Nummer 3. Das ist das Bearbeiten-Fenster. Da habt ihr über der 3 habt ihr die verschiedenen Buttons, die jetzt neu sind. Da steht Überschrift. Das heißt, ich kann da verschiedene Hierarchien festlegen. Also normalen Text oder ist es eine Überschrift oder so. Dann kann ich Fett, das ist das F, K, Kursiv. Dann das komische Dingens, das ist der Link. Dann kann ich da Aufzählung, Nummerierung einrücken und dann habe ich da noch andere Möglichkeiten, die ich ausklappen kann. Das erleichtert mir ein bisschen, weil ich diese Wiki-Syntax, ihr seht es dann direkt drunter im Bearbeiten-Feld, da gibt es, wird so mit geschweiften und eckigen Klammern gearbeitet, da muss ich das nicht lernen. Also das macht es dann automatisch, das hat es alles ein bisschen vereinfacht, mit der neuen Version, dass man sich diese Wiki-Syntax nicht mehr so genau merken muss. So, da steht direkt oben dann Unterrichtsreihe Altern und Tod. Dadurch, das ist eine Vorlage, da gibt es ganz, ganz viele im Zoom-Wiki, dadurch wird es automatisch in die Kategorie Unterrichtsreihe einsortiert und es steht auch an der Seite, dass es eine Unterrichtsreihe ist. So, dann habe ich da kurz was, also Text geschrieben und ihr seht, der ist null formatiert. Also da steht, in diesen beiden Stunden geht es um die Sichtweisen verschiedener Weltreligionen, der verschiedenen Weltreligionen auf den Tod, Recherchezeit 40 Minuten, Präsentation 50 Minuten, das ist einfacher Text und der steht auch genau so da. Ja? Also wenn man sich unsicher ist, wie soll ich das jetzt bearbeiten und so weiter, dann kann man sozusagen das einfach erstmal weglassen, alle Formatierungen und einfach nur reinschreiben. Ja, das ist, wir haben da im Zoom-Wiki unseren Superhelfer, das ist der Karl Kirst, denn wenn ihr in die letzten Änderungen guckt, dann seht ihr den ständig immer, weil er ganz oft da helfend zur Seite steht, er erklärt die Änderungen nicht, sondern macht sie einfach. Das heißt, wenn dann Sachen sind, ihr bearbeitet irgendwas und dann ist es am nächsten Tag irgendwie anders, schöner oder besser eingebunden oder besser verlinkt oder so, dann war das auf alle Fälle der Karl, der da einfach immer noch, weiß ich nicht, wo er die Zeit hernimmt, eine Stunde oder zwei Stunden abends drüber geht und guckt, was so passiert ist. Das ist echt unglaublich. Ich bin da echt selber immer verblüfft, was er so auch alles sieht. Ich glaube, er kennt die, guckt sich die letzten Änderungen immer noch viel öfter an als ich. Also, wenn ihr da Angst habt, braucht ihr nicht haben, das fügt sich schon irgendwie. Ja, wenn da Sachen nicht korrekt formatiert sind, das ist nicht so ein Drama. Die Nummer 4, da habe ich ein Beispiel für so eine Aufgabe, die im Wiki dann drin ist. Da steht die geschweiften Klammern Aufgabe Olive. Das ist eine Vorlage, die habe ich erstellt, damit man diese Aufgaben eben sich anschauen kann. Da, also damit diese Aufgabe auch abgehoben ist vom Rest. Genau, dann habe ich, wo ist denn die Nummer 5? Ach, da. Da unten ist die Nummer 5. Da sind weitere Edit-Tools. Da kann man zum Beispiel Kurzinfos einfügen oder verschiedene Vorlagen für Aufgaben. Die kann ich dann bloß noch, brauche ich dann bloß noch anklicken. Und dann werden die automatisch da auch eingefügt. Das, was dann am unteren Rand meines Bearbeitenfeldes steht, das ist eine Tabelle, die ist ein bisschen kompliziert, aber die kann ich auch über das erweiterte, über dieses Menü des Erweiterten da oben einfügen. Also das gibt es ein Menü dafür, das brauche ich mir nicht merken, wie diese, wo da welche Striche und welche Ausrufezeichen und so weiter hinkommen. So, dann haben wir die Nummer 6, da schreibe ich eine Zusammenfassung rein. Das ist nur ganz kurz, das taucht in den letzten Änderungen auf. Zum Beispiel, dass ich da die Tabelle ergänzt habe oder Rechtschreibfehler oder so weiter. Das ist eine Hilfestellung für Leute, die sich das dann eben angucken, was ist da passiert. Da muss ich mir nicht erst die ganzen Versionen durchgucken und vergleichen, sondern weiß gleich, was da geändert wurde. Und die Nummer 7, als erstes gehe ich auf Vorschau zeigen und dann gehe ich auf Seite speichern und dann habe ich das alles
Auf der Wiki-Seite Vorschau zeigen ist total sinnvoll, weil ich dann nämlich sehe, ob irgendwelche Sachen nicht funktionieren, so wie sie oder nicht so aussehen, wie sie eigentlich aussehen sollen. Über der 5 stehen noch die Kategorien, die, wenn man ein bisschen länger dann im Zoom-Wiki dabei ist, dann schreibt man die automatisch hin. Da haben wir jetzt ein Beispiel für eine Verlinkung zu EduTech. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ihr da, damit euch schon beschäftigt habt. Also das Social Bookmarking System für den Bildungsbereich, und da werden die Sachen, die mit diesem, mit dieser Kategorie bezeichnet sind, werden automatisch bei EduTech verlinkt. Generell haben wir meistens die Fächer als Kategorien, dass die auch zugeordnet werden können. So, jetzt guck mal, jetzt habe ich die ganze Zeit geredet. Jetzt gucken wir uns die Seite mal an, wie sie denn jetzt eigentlich aussieht. Jetzt, da ist sie. So, da ist meine, da haben wir oben die Unterrichtsreihe, dieses mit dem Bild, das ist ein, das habe ich euch vorenthalten, das ist nur ein Kasten, der in alle, die, also zu dieser Unterrichtsreihe gehört. Das ist sozusagen eine extra Vorlage, die ich dafür erstellt habe. Das klingt total toll, dass ich die erstellt habe. In Wirklichkeit habe ich die aus einer anderen Unterrichtsreihe für Geografie rauskopiert und habe die nur an meine Bedürfnisse angepasst, nämlich da ein anderes Bild eingefügt und die Links anders benannt. Ja, also wenn ich sage, ich habe die erstellt, dann heißt es, ich habe die bei den anderen rauskopiert. Dann haben wir da rechts diese Kurzinfo. Das ist eben das, was ich euch vorhin gezeigt habe, die Kurzinfo-Unterrichtsidee, die dann automatisch mir das auch in die Kategorie Unterrichtsidee einsortiert. Dann haben wir da die Aufgaben in den schönen Olivenkasten, den ich ja vorher eingegeben habe mit den geschweiften Klammern. Und dann habe ich da die Tabelle, wo die Schüler dann entweder ich nehme das als Lehrer und drucke das aus meinen Schülern, oder ich lasse meine Schüler direkt ins Wiki in die Tabelle schreiben. Dann würde ich mir allerdings die Seite irgendwo hinkopieren. Gucken wir es uns nochmal an, so sieht es eigentlich aus. Und dann, ich denke, man kann schon ein paar Möglichkeiten, gibt es schon im Zoom-Wiki, dass man das ein bisschen hübscher machen kann. Genau. Gehen wir zum nächsten. Da haben wir die Hilfeseiten. Habe ich euch vorhin schon gezeigt, die auf der Hauptseite, immer, die Hilfe ist immer links im Menü ziemlich weit oben. Wenn ihr da auf Hilfe klickt, kommt ihr auf diese Seite. Da habt ihr in der Nummer 1 den wichtigen Überblick, den Spickzettel, Bearbeitungshilfen und so weiter. Außerdem haben wir dort Hinweise für Lehrer und Hinweise für Schüler. Also je nachdem, mit wem ihr arbeiten wollt, könnt ihr das. Also entweder ihr wollt selber drin arbeiten oder ihr wollt den Schülern sagen, ja, müsst dort das und das arbeiten, und dann ja, guckt ihr euch das an beziehungsweise verweist eure Schüler da drauf. Die Nummer 2, wenn ihr es etwas ausführlicher wollt, macht ihr den Zoom-Wiki-Führerschein ein bisschen spielerischer, spielerischere Herangehensweise. Die Nummer 3 sind Sachen zum Ausdrucken. Manche von meinen Klassen, die fanden das gut, dass sie sich da sozusagen diesen Code da noch neben den Computer legen konnten, damit sie da besser den Überblick behalten, was ich jetzt wo eingeben muss. Und die Nummer 4, da haben wir die 4, das sind so die Hilfethemen, die sind dann wirklich nach Thema geordnet. Will ich was über mein Benutzerkonto wissen? Wie kann ich das verändern, bearbeiten, formatieren, Seitenverwaltung und so weiter? Außerdem sind dort verschiedene Vorlagen bei Bausteinen und Vorlagen. Die sind dort alle aufgelistet. Also das ist eine lange, super lange Wiki-Seite, wo alle Vorlagen aufgelistet sind. Rechts habt ihr dann nochmal gelb unterlegt. Das Unterricht, das sind wirklich nur Vorlagen für den Unterricht. Also für die Schule, Kurs- und Klassenzeiten und so weiter. Also, dass ich wirklich das auch kennzeichnen kann und dass ich da einen ziemlich direkten Zugriff auch habe. So, die Hilfeseiten, die haben wir am Anfang relativ viel bearbeitet und angelegt. Wenn euch da Sachen fehlen, schreibt ihr das ins Forum.
Dafür gibt es da und da gibt es keine Hilfeseiten. Ich brauche das aber oder ich habe das und das Problem und dann werden diese Hilfeseiten relativ oft im Zoom-Wiki arbeiten, ist das eigentlich alles nicht mehr so ein Problem. Ich gucke auch nach, wie Tabellen erstellt werden oder wie Bilder eingefügt werden oder wie Links in die Wikipedia eigentlich alles nicht mehr so ein Problem. Ich gucke auch nach, wie Tabellen erstellt werden oder wie Bilder eingefügt werden oder wie Links in die Wikipedia eingefügt werden. Aber diese Hilfeseiten, die gibt es. Also es gibt nicht so, ja, also ich bin noch nicht in letzter Zeit nicht mehr auf Sachen gestoßen, wo die Hilfeseite fehlt. So, wie arbeite ich jetzt mit Schülern im Zoom-Wiki? Da habe ich im grünen Kasten die Seite, wo ich vor 2 Jahren mit Schülern da drin gearbeitet habe, mit einem Kurs Ethik, 11. und 12. Klasse. Und ihr seht auch wieder das Oliv, das ist so die Farbe, die ich mir für Ethik da beschlagnahmt habe. In der Nummer 1 auch an meine Schüler der Hinweis, dass man nichts kaputt machen kann, dass sie wirklich mutig sein sollen, Wiki-Seiten zu bearbeiten. Rechts von der Nummer 1 seht ihr da so ein Beispiel für Kurzinfos. Da gibt es so einen schönen Kasten für unser Gymnasium eben, wo alle Seiten dann auch drunter verlinkt sind, Gymnasium Gerabronn, und auch der Hinweis, dass es um eine Kurs- und Klassenseite sich handelt. Und dann wird es auch nicht von anderen Lehrern zum Beispiel bearbeitet, weil dann wirklich, das ist meine Seite und für meine Schüler, und dann wird es auch nicht von jemand anders da irgendwie die Sachen geändert, sondern oder auch, dass da nicht mal Rechtschreibfehler werden da geändert. Also das sind dann, ist dann ja zum Beispiel die Aufgabe der Schüler, dass sie selber sich gegenseitig da helfen. Genau, und die Nummer 2, das ist so ein Beispiel, wo wir gemeinsam OER erstellt haben, die Schüler und ich. Also, falsch, die Schüler haben das erstellt, nicht ich. Ich habe die Tabelle erstellt. Die Schüler sollten da sich zu den Grundbegriffen von 2 Jahren Ethik-Philosophie-Unterricht, sollte sich jeder einen raussuchen. Es haben nicht alle Begriffe gereicht. Also es sind manche Begriffe unbesetzt, das seht ihr. An den roten Links, die sind nämlich ohne Artikel. Nur hinter den blauen Links gibt es einen Artikel. Und dann hat jeder Schüler kurz gefasst, ohne das aus der Wikipedia zu kopieren, weil die wirklich super lang sind, die Wikipedia-Artikel, und für die Schüler einfach nicht nützlich, hat jeder Schüler da kurz gefasst sein Thema erklärt. Und die haben auch tatsächlich das verstanden, wie das ist mit in die Tabelle schreiben. Das ist am Anfang nicht ganz so einfach, aber ihr seht, sie haben sich dann auch die Mühe gegeben, Mühe gemacht und haben da die Bemerkungen kreativ umgestaltet, passend zu ihrem Thema. Dann hatte ich da noch bei der Nummer 3, seht ihr das, die Schüler Protokolle schreiben lassen, dass jeder eine Unterrichtsstunde oder eine Doppelstunde zusammenfasst, damit man einfach auch nachvollziehen kann, was wann gemacht wurde, beziehungsweise bestimmte Absprachen, die dann einfach auch da sind. Das ist eine Möglichkeit im Wiki zu arbeiten, ohne auf Inhalte zu gehen. Also Inhalte sind schon da, aber ohne so Artikel mit Inhalten zu erstellen. Also weil diese Protokolle oder Zusammenfassung, Stundenzusammenfassung eben von jedem auch ergänzt werden können im Wiki, ist das relativ gut, weil wenn jemand was vergessen hat bei so einer Zusammenfassung, kann das von den anderen noch ergänzt werden. Beziehungsweise durch eben die Druckversion können sie sich das dann auch ausdrucken und ist eigentlich wie so ein Heftersatz. So, ach, vergessen hatte ich noch bei der Nummer 2. Das müsste ich noch machen, das ist noch meine Hausaufgabe seit 2 Jahren, dass ich dann diese Artikel, die wir da erstellt haben, letztlich überarbeite und aus unserem Namensraum dann rausnehme. Ihr seht es hier. Ich markiere das kurz. Ja. Ihr seht es hier bei Gymnasium Gerabronn. Es ist eine Unterseite von unserer Schulseite Gymnasium Gerabronn. Und dann hatte ich da den Link angelegt, 2011-Ethik-K2. Und das ist diese Unterseite. Und dadurch ist alles dem Namensraum Gymnasium Gerabronn zugeordnet.
Genau, und da das müsste ich halt noch machen, dass ich aus dem Namensraum Gymnasium Gera-Bronn in das Wiki setze als ja, vielleicht als Lehrbuch oder so. Das gibt es für katholische Religionen, dass das ein Lehrbuch für katholische Religionen auf Wiki-Basis ist. Das könnte ich daraus zum Beispiel machen. Jetzt, die Texte sind ja von den Schülern geschrieben, sodass die hoffentlich auch von Schülern verstanden werden. Okay. So war der Anfang zum Wiki, dass da ganz oft das hin nebeneinander war, also Unterrichtsmaterialien und Arbeit mit Schülern. Jetzt in letzter Zeit sind wir eher dazu übergegangen, die Arbeit mit Schülern in das Projektwiki auszulagern. Das findet ihr unter projektwiki.de, da ist es im grünen Kasten verlinkt. Das ist ein extra Wiki für die Arbeit mit Schülern, damit also weil es teilweise schon Doppelungen gibt von Begriffen bzw. von Seitennamen und dass die Schüler da wirklich in ihrem eigenen Wiki sind. Dann gibt es noch Schulwikis, das wäre dann die nächste Stufe, um die aber nicht ganz so. Moment. Danke. Um die Schüler aber nicht ganz in zum Wiki arbeiten zu lassen, weil die dann halt den Unterricht sehen zum Beispiel oder weiß ich nicht. Also, ach, jetzt habe ich den Faden verloren. Also, Schulwiki war ich, genau. Bei einem Schulwiki braucht man jemanden, der zuständig ist und die anderen Lehrer motiviert. Da gibt es nicht ganz so viele an einer Schule. Also bei mir an der Schule gibt es mich sozusagen, die mit Wikis arbeitet und die anderen Lehrer nicht. Und deswegen lohnt sich kein Schulwiki. Und deswegen arbeite ich mit meinen Schülern da im Projektwiki. Ihr seht mich da auch bei der Nummer 2. Jetzt fange ich bei der 2 an. Da stehen die Beispiele, wie dieses Projektwiki mit Schülern genutzt wird. Und da stehe ich bei Globalisierung und Verantwortung. Das ist mein Kurs, mit dem ich da arbeite. Aber auch die anderen, der Informatikkurs oder dieses Augen auf im Internet, da geht es um Datenschutz. Das sind Beispiele, wie man damit arbeiten kann, beziehungsweise wie gerade eben damit gearbeitet wird. Fangen wir bei der Nummer 1 an. Das ist die Startseite, die ihr jetzt seht, von dem Projektwiki. Da ist ganz kurz erklärt, wie man das nutzen kann. Ja, also, dass man wirklich mit den Schülern da drin arbeiten kann. Und das ist nicht für so eine Metadiskussion oder Meta Beispiele oder so, oder einfach Unterrichtsideen. Dafür gehe ich ins zum Wiki. Aber in dem Projektwiki arbeite ich wirklich mit Schülern oder stelle Materialien für die Schüler bereit. Außerdem gibt es da, das seht ihr da unten, Hinweise für Lehrer im Projektwiki, dass er wirklich, dass man wirklich als Lehrer an die Hand genommen wird. Das zeige ich euch gleich noch. Das steht direkt auf der Startseite. Ja, also wenn man da Sachen erstellen will. Super Sache. Außerdem wieder in der Nummer 3 die Lizenz und OER. Das steht, glaube ich, auch auf allen Wiki-Seiten mit drauf. Immer weiter, das ist jetzt die Hilfeseite. Das ist generell die Schrittfolge, wie ich vorgehen sollte. Ja, als erstes melde ich mich an. Das trifft auch fürs Zoom-Wiki zu. Als erstes melde ich mich an. Dann mache ich mich mit den Grundlagen der Bearbeitung vertraut, wenn ich als Lehrer nicht weiß, wie so eine Wiki-Seite zu bearbeiten geht, sollte ich nicht mit Schülern da drin arbeiten. Und dann lerne ich die Grundlagen von Urheberrecht und Creative Commons, also welche Sachen darf ich verwenden, welche darf ich nicht verwenden, wie muss ich, also lizenziert ist es, weil das ganze Wiki ja unter CC BY-SA steht. Und dann erst der vierte Schritt, erst dann melde ich die Schüler an. Wenn ich ohne Schüler arbeite, sondern nur Unterrichtsmaterialien einstellen will, mache ich nur die ersten drei Schritte. Ne? Das ist sowohl im Zoom-Wiki als auch im Projekt-Wiki gleich. Also ich melde mich an, ich lerne die Grundlagen oder ich fange einfach an. Ja, also das ist, ich habe es euch ja gezeigt, das ist diese Wiki-Syntax. Macht sich fast von alleine. Ich muss erstmal ohne Hemmung da einfach Sachen reinschreiben. Oder ich finde einen Rechtschreibfehler, dann gucke ich mir das gleich mal an auf der Bearbeiten-Seite und dann irgendwie, nachdem ich den Rechtschreibfehler finde, ich noch einen Rechtschreibfehler und dann kommt man da langsam rein.
da braucht ihr nicht hier denken, ihr müsst großartig Sachen lesen und so. Das ist nichts Theoretisches, ne? Also das, die Grundlagen der Bearbeitung ist wirklich praktisch. Das muss ich echt einfach machen. So. Weiter. Dann das Zumbegehen an der Hochschule. Da habe ich euch jetzt verschiedene Beispiele da reingebracht, wie das an der Hochschule genutzt wird. Beispielsweise das Geometrie, da ist die Mathe irgendwie stark vertreten. Die Mathe, das Geometrie-Wiki von Christian Spannagel. Dann die Didaktik der Mathematik an der Uni Würzburg. Die arbeiten auch in einem eigenen Wiki. Also die zwei Sachen, die haben sozusagen ihr eigenes Projektwiki. Also was ich vorhin gesagt habe, es gibt Schulwikis und auch verschiedene Projektwikis, die eben zum Beispiel von Hochschulen oder von Austauschprojekten, also Schüleraustausch gibt es auch Wikis. Die sind alle in der Wiki Family eingebunden. Das Zoom-Wiki ist eins davon. Wenn man dann sagt, eben, ich möchte unbedingt ein eigenes Wiki haben, dann kann man sich an uns wenden. Wir erstellen dann so ein Wiki in der Wiki Family. Das heißt, bei der Wikipedia gibt es verschiedene Sprachversionen. Bei uns sind das eben auch eigenständige Wikis, die untereinander verbunden sind. Also es ist im Grunde dasselbe wie die verschiedenen Sprachen bei der Wikipedia. Sind auch eigenständige Wikis, die auch eigenständig bearbeitet werden können. Und so ist das ja auch. Also das Geometrie-Wiki zum Beispiel, das ist eben ein völlig, also es ist ein eigenes Wiki. Es gehört zur Wiki-Family und dieselben Sachen, die im Zoom-Wiki möglich sind, also verschiedene Formeln einbinden oder GeoGebra-Applets und was weiß ich, die kann ich genauso dort auch einbinden, aber ich habe halt meinen eigenen Raum, sozusagen mein eigenes Wiki. Von dieser Wiki-Family gibt es, ich weiß nicht, 30, 35 Wikis inzwischen. Und einige wurden auch schon abgeschaltet wieder, weil es einfach niemanden gab, der das weitergeführt hat. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Also es muss sich einfach jemand Motiviertes finden, der das weitermacht. Und hier ist es eben als Beispiele für das Wiki an der Hochschule, das Geometrie-Wiki, dann die internetbasierte Kommunikation im Deutschunterricht. Die arbeiten sogar mit Grundschülern. Also die haben da ganz viele Beispiele, wie man Wikis im Unterricht in der Didaktik nutzen kann, zum Beispiel eben auch an der Grundschule. Dann Didaktik der Mathematik an der Uni Würzburg und eben die Wiki-Family. Und das kann man sich die ganzen anderen Projekt-Wikis, Schul-Wikis und so weiter angucken. Und ihr seht da, das Wiki von der Kaiserin Augusta-Schule gehört da auch dazu. Die ziehen ja langsam gerade in das Köln-Wiki um, da wo die Stadt Köln ihr eigenes Wiki für ihre Schulen bereitstellt. Aber das ist eins der wenig oder eins der Aktiven, die sozusagen aus der Wiki-Family rausgeht. Das aktivste Wiki ist das RMG-Wiki vom Regiomontanus-Gymnasium. Da ist die Maria Eirich, die auch im Vorstand von der ZUM ist. Und die ist wirklich, also was ich vorhin gesagt habe, es braucht einfach jemanden, der aktiv dabei ist und auch motivieren kann und seine Kollegen auch motivieren kann. Und mittlerweile läuft es wohl auch so, dass die Schüler dann sagen, ja, wir wollen da das und das, würde sich das nicht im Wiki anbieten, sodass die Schüler dann auf die Lehrer zugehen und ihnen sozusagen das vor die Nase, auf die Nase binden, dass sie unbedingt im Wiki arbeiten müssen. Und dadurch entwickelt sich das von selber, dieses Wiki. Das ist echt spannend, da müsst ihr mal reingucken. Da haben wir das Wiki von das Geometrie-Wiki. Und da sieht man auch schön, wie das genutzt wird, also für Terminabsprachen über Inhalte, die reingesetzt werden oder auch Lösungen, Aufgabenlösungen. Und dadurch, dass eben viele daran mitarbeiten können, kann das auch von vielen immer wieder verbessert werden. Musterklausuren und so weiter. Genau, ah, jetzt habe ich ganz schön lange geredet. Wie fange ich denn jetzt an? Im Zoom-Wiki, ihr seht hier als erstes, wenn ich mich angemeldet habe ich ganz rechts oben meinen Benutzernamen. Ich hatte euch das vorhin schon ganz oft gezeigt. Da steht Benutzerkonto anlegen oder anmelden. Und wenn ich mich angemeldet habe, ich bin als Frau Schütze angemeldet, steht da mein Name und da klicke ich drauf und dann komme ich auf meine Benutzerseite.
Und da kann ich hinschreiben, ich bin Benutzer sowieso, ich kann es aber auch ein bisschen ausführlicher machen. Das ist immer so der erste Schritt, dass ich meine Benutzerseite einfach anlege und da Sachen reinschreibe über mich. Das ist, ach so, vorhin habe ich gesagt, es gibt keinen Vandalismus. Kleine Einschränkung dazu, es gibt, das Zumwiki wird zunehmend wahrgenommen als Werbeplattform. Das heißt, es sind da Verlage, die da zum Beispiel Links reinsetzen. Aber auch wieder da ist unser super Wiki-Engel, der Karl Kirst, und schreibt dann sofort von den Benutzern auf die Benutzerseite, wer bist du eigentlich? Stell dich doch mal vor. Und wenn wir merken, dass es von jemand von einem Verlag zum Beispiel ist, der da nur Werbung macht, dann schmeißen wir die Links auch wieder raus. Also das wollen wir einfach nicht. Das Wiki ist keine Werbeplattform. Dafür gibt es die Werbebanner, die aber extra zu bezahlen sind. Wenn jemand seinen Link aber, der super toll ist, in einen Text verarbeitet, in da einen Text schreibt, warum das genutzt werden sollte, dann lassen wir den auch drin, weil so eine Hilfen echt super sind. So, dann kommen wir mal. Welche Möglichkeiten habe ich denn jetzt auf meiner Benutzerseite direkt anzufangen? Da haben wir die Nummer 1, da habe ich Kurzinfo. Da habe ich hingeschrieben, ich gehöre zum Team. Seht ihr das? Die geschweiften Klammern. Kurzinfo, gerade Strich, ja, Team, gerade Strich, Admin, das heißt, ich bin Admin im Zoom-Wiki. Dann gerade Strich Lehrer, ich habe super viele Kurzinfos, das sieht auch echt voll aus da bei mir. Dann GG, das heißt, meine Schule ist Gymnasium Gera-Bronn. Mich interessiert die Sek 1, Sek 2 und ich unterstütze die Zum. Da muss ich mal, ich zeige euch das, wie das dann aussieht gleich. So, da rechts, ja, Kurzinfos, alle da, aktiver Benutzer in ZoomWiki, also das ist diese Teamvorlage. Ich bin Administrator und so weiter. Ja, die sind dort rechts auf der Seite, dass man das ziemlich schnell einordnen kann, mit wem habe ich es eigentlich zu tun. So, dann habe ich da hingeschrieben, bei der Nummer 2, das habt ihr das Bild gesehen, was ich da eingefügt habe. Ja, das ist, das Bild muss ich hochladen, das geht aber auch bei erweitert. Das ist ziemlich einfach. Ich muss aber daran denken, dass ich da die Lizenz angebe. Sinnvollerweise gebe ich da dieselbe wie im Wiki allgemein an. Sonst habe ich, wie gesagt, das Problem, dass ich immer erst gucken muss. Wenn alle dieselbe Lizenz angeben, habe ich es einfacher. Zumal ich das Bild auch selber fotografiert bekommen habe. Das habe ich gar nicht selber fotografiert. Genau. Dann habe ich da bei der Nummer 3 was zu mir geschrieben. Ja, ich bin Lehrerin am Gymnasium Gera-Bronn. Die eckigen Klammern sind die Links. Eine eckige Klammer, da gehört ein Link nach draußen, ein externer Link hin. Und zwei eckige Klammern, ihr seht es dort bei Gymnasium Gera-Bronn, ist verlinkt genau die Seite im Zoom-Wiki. Ja, und genau dort auch, dort unterrichte ich die Fächer Erdkunde und Ethik. Das sind auch interne Links im Wiki. Das heißt, sie führen genau auf die Erdkunde- und Ethikseiten. Ja. Außerdem, dann habt ihr es bei der Nummer 3. Das ist auch ein interner Link, den ich aber abgekürzt habe. Da schreibe ich vorher das hin, wo der Link hinführen soll. Nur die Seite, nicht den direkten Link. Und dann mache ich so einen geraden Strich. Und dann steht da Web 2.0 Seminars beim Austesten und bei der Beurteilung verschiedener Social Media Tools. Das ist genau mein Link. Der wird dann nämlich genauso angezeigt. Ja, da ist das, was ich dann anklicken kann. So, und dann habe ich dann noch Kursseiten und bei der Nummer 4, Kursseiten, da habe ich den Kurs von meinem Ethikkurs verlinkt und jetzt neu das Projektwiki. Und dann habe ich noch mit Schülern Lieder zur Liebe gesammelt und die habe ich da auch verlinkt. Die Seiten, das machen manche, die Seiten angeben, die sie selber erstellt haben, das habe ich noch nie gemacht. Also das ist so eine, ich merke mir das auch nicht, welche Seiten ich schon bearbeitet habe, weil das inzwischen so viele sind, dass ich da, ja, und ich brauche das also für mich nicht. Da ist meine Benutzerseite dann auch zu voll. Genau, und dann die Nummer 5. Das sind eben die Kategorien, das sind Be Kategorien für die Benutzerseite. Ich bin aus Sachsen, weil ich da ja herstamme und auch studiert habe und momentan wohne ich in Baden-Württemberg und deswegen bin ich
benutze aus Sachsen und aus Baden-Württemberg und die Kategorie Lehrer haben wir, das seht ihr, da sind so Pfeile letztlich dran, das ist auskommentiert, das heißt, die findet dort, die ist dort nicht drin, weil die nämlich schon in der Kurzinfo Lehrer drin ist. Genau, und da seht ihr meine ganzen Kategorien. Die meisten Kurzinfos sind auch, fügen mich auch einer Kategorie hinzu, sodass ich die nicht extra eingeben muss, sondern nur die Benutzer aus Sachsen und Benutzer aus Baden-Württemberg. Die Nummer 6 dann wieder, Zusammenfassung, wenn ich das jetzt speichern würde, würde ich hinschreiben, Tippfehler oder Link ergänzt und dann die Nummer 7, Seite speichern, abschicken. Dann bin ich da, ja, dann bin ich da drin. Und dann habe ich meine Benutzerseite auch echt schon gefüllt. Das muss man aber nicht. Es reicht eigentlich nur der Satz, ich bin Lehrerin am Gymnasium Gerabronn. Diese Leiste hier oben, die habe ich euch jetzt unterschlagen, weil die ein bisschen komplizierter ist. Da kann ich verschiedene Sachen noch einbinden. Wenn ihr dann soweit seid, kann ich euch das gern auch später genauer erklären. Okay, gehen wir zum Board zurück. Dann bin ich nämlich auch fertig. Schlusspunkt. Fragen? Natürlich steht diese Präsentation unter CC BY-SA. Genau, bevor wir jetzt die Fragen im Etherpad beantworten, da möchte ich die Frage von Anja mal aufgreifen, weil die Frage brennt mir nämlich auch unter den Nägel. Ob es denn ja so im Lehrerkollegium an der Schule jetzt von dir, Mandy, also gibt's da, wird das akzeptiert, wird da mitgearbeitet, also wird das auch verwendet von anderen Lehrern oder stehst du da alleine da? Ja. Würde mich? Ja. Okay, also bei mir in meiner Schule stehe ich echt alleine da. Ich habe meine Fortbildung schulintern angeboten. Da waren so 3 da. Eigentlich hatten sich so 10. Wir sind auch eine kleine Schule, ne? Wir sind nur 40 Lehrer. Aber ja, also ich stehe einfach allein da. Und deswegen ist das für mich auch wichtig, also gerade mit dem E-Chat, also mit dem Edu-Chat dann um 8 oder der Austausch in der Zoom, auch das zum Mitgliedertreffen zum Beispiel, weil ich da genau merke, ich bin einfach nicht alleine. Es gibt so viele Lehrer, die digitale Medien nutzen. Und wir sind zwar ein relativ junges Kollegium, aber viele trauen sich einfach nicht. Ich weiß es nicht, woran es liegt, aber doch, ich habe ein paar Verdachtssachen, aber viele nutzen das einfach nicht so. Das ist schade, allerdings zeichnet das auch mein Unterricht aus. Ich glaube, wenn alle das nutzen würden, würden die Schüler dann sagen, oh, schon wieder Wikipedia, schon wieder Weblog und so, dann wäre das auch anders. Also dann würden die Schüler das auch vermutlich anders annehmen. Also die wären dann genervt, glaube ich, als dass sie dann das auch noch mitnutzen. Wobei gerade dieses, dass ich meine Unterrichtsmaterialien ins Zoom-Wiki setze, das ist schon häufiger. Also da kriege ich auch häufiger Rückmeldungen, dass zum Beispiel die Deutschkollegen sich da ganz viel von der Zoom Unterrichtsmaterialien holen. Also die Zoom als Materialplattform oder auch das Zoom-Wiki, das ist schon bekannt. Aber dass ich da selber Unterrichtsmaterialien oder Unterrichtsideen oder Lernpfade oder so reinsetzen kann, das machen eigentlich niemand. Also soweit ich das überblicken kann, im Zoom-Wiki ist da niemand anders dabei. Schade. Ja klar, und so im Lehreralltag, da hat man dann wahrscheinlich kaum die Zeit, sich das mal anzueignen oder ist dann auch zu viel. Genau, ja. Also ich habe damit angefangen, als ich fertig war mit Studieren, 2004, 3, 4, da habe ich mein erstes Kind gekriegt und da war ich in Elternzeit und da habe ich gedacht, boah, diese ganzen Sachen aus dem Studium, das ist zwar schön und gut, dass ich das jetzt alles habe und alles in der Schublade oder im Ordner oder so, aber letztlich finde ich das nie wieder. Und deswegen habe ich dann angefangen, so Ideen oder gute Links oder gute Bilder oder so für mich im Wiki zu sammeln. Also deshalb ist die Ethik auch so ausgebaut, dort im Zoom-Wiki, weil ich da einfach also schon im Studium muss man ja Praktikum und Kram machen und diese ganzen Sachen, die habe ich dann einfach da reingesetzt, weil dort finde ich sie einfach besser wieder als in
den ganzen Ja. Ordnern, ich kann sie euch zeigen, da stehen sie. Ja. Also in diesen Ordnern, das finde ich nie und nimmer wieder, wenn man das nicht ordentlich katalogisiert, und das habe ich ehrlich gesagt nicht gemacht. Ja, das ist interessant, weil ich jetzt erst mit einer Kommilitonin die Diskussion hatte, wie wir unsere Inhalte dann nach dem Studium mal organisieren. Und da ist das auf jeden Fall eine Möglichkeit. So, jetzt gucken wir mal. Da steht die Skepsis wächst sich raus. Nee, das ist so nicht. Habe ich auch gedacht, aber es ist nicht so, dass ich sagen könnte, die jüngeren Kollegen sind aufgeschlossener oder die älteren. Also die Zoom, wie gesagt, den Verein gibt es seit 97, und wenn man zum Mitgliedertreffen geht, als ich das erste Mal da war, waren das sehr betagte Menschen. Sind es immer noch ganz oft. Weil das einfach dann, wenn die Lehrer, das habe ich dann auch verstanden, wenn die Lehrer in Routine im Beruf haben, dann haben sie Zeit, sich mit sowas auseinanderzusetzen und da die Sachen auch aufzubereiten für ein Wiki. Und deswegen ist der Altersdurchschnitt in der Zoom ist auch relativ hoch, weil eben die Pensionäre zum Beispiel, die haben jetzt Zeit, die Sachen ins Wiki zu stellen oder in die Zoom zu stellen. Und das hat man, während man unterrichtet. Ich habe das auch gemerkt. Also als ich eben in Elternzeit war, habe ich viel mehr im Wiki gearbeitet und auch Unterrichtsmaterialien reingesetzt. Jetzt arbeite ich mit den Schülern da drin, und selber Unterrichtsideen habe ich, also da habe ich keine Zeit für, das aufzubereiten, weil es ja doch noch immer mal, da muss ich gucken, passt dieses Bild oder welche Frage gehört dazu oder darf ich das Bild überhaupt verwenden für das, also dass das online steht. Und dafür hat man im Lehrerberuf nicht so viel Zeit. Da ist eher die Arbeit mit den Schülern im Vordergrund, als da das Material hochzustellen. Ja. Genau, also ihr könnt euch auch zu Wort melden. Müsst nicht alles in den Chat einstellen. Jetzt gehe ich mal zu den Fragen vom Etherpad noch. Da war die erste Frage, ab wann, also welches Alter würde man die Kinder selbst mit dem Wiki arbeiten lassen? Ja, also ich habe ich unterrichte am Gymnasium, also ich habe ab der 6. Klasse angefangen. Und zwar hatte da der Christian Spannagel in seinem Weblog mal so ein schönes Beispiel, dass er die Schüler, um das Wiki-Prinzip zu erklären, da hat er also jeden Schüler einen Satz aufschreiben lassen zu, also ich habe das dann mit Europa gemacht, zu Europa, was ist Europa? Und das haben wir dann an die Tafel geschrieben. Und dann mit Würfeln noch, also wer eine 3 gewürfelt hat, musste was Richtiges falsch machen, wer eine 1 gewürfelt hat, musste was Falsches richtig machen. Und dann mussten die Schüler halt dann immer, je nachdem, was sie gewürfelt haben oder was hinzufügen oder was wegnehmen, je nachdem, was sie gewürfelt haben, das dann auch machen an der Tafel. Und dann konnte man ziemlich leicht erklären, wie so eine Wiki-Seite entsteht, weil das eben, ne, da arbeiten viele dran, und manche machen was richtig, manche machen was falsch, manche nehmen einfach was weg, manche fügen was hinzu, und dann sind wir ins Wiki gegangen. Also ab 6. Klasse habe ich mit denen schon gearbeitet. Die Nadine Ansgeit, die auch im Vorstand mit ist, die ist an der Hochschule, und die probiert das immer mit Grundschülern aus und hat da zum Beispiel in einer Schreibwerkstatt eine Schülerzeitung erstellt über auch mehrere Wochen, mehrere Monate. Und das ist auch, glaube ich, sehr gut, hat sehr gut funktioniert. Also Grundschüler, wenn man da Zeit einplant und das auch ordentlich, also Zeit hat, das zu begleiten, dann ist es, glaube ich, auch sehr lohnenswert mit Grundschülern. Also ich sehe es ja, meine Tochter, die ist 4. Klasse, also die kann das durchaus, die kann auch tippen. Ne? Was ich aber noch vergessen habe bei dem Projektwiki und auch bei dem Grundschul, nee, beim Grundschulwiki nicht, aber bei dem Projektwiki, da gibt es auch direkt Vorlagen, die man zum Beispiel den Eltern dann geben kann, direkt schon die Briefe an die Eltern, was sie unterschreiben. Also ich bin einverstanden, dass mein Kind da im Projektwiki arbeitet, zu den und den Bedingungen, und auch so ein Wiki-Vertrag, was auch vom Christian Spanagel stammt, mit den Schülern, also dass sie keine gesetzwidrigen Sachen einstellen oder dass sie, wenn sie Hilfe brauchen, dass sie das dann auch bekommen. Also so ein gegenseitiger Vertrag so für die Wiki-Arbeit. Das gibt es alles als Vorlage im Projekt-Wiki schon. Okay. Dann haben wir noch eine Frage. Haben die Lehrer eher Angst, solche Tools im Unterricht zu verwenden? Warum verwenden noch wenige Lehrer diese Tools? Ja, gut, das haben wir jetzt eigentlich schon beantwortet vorher.
Ganz kurz, wobei ich ganz gestehen muss, dass ich mit meinen Schülern auch in einem geschlossenen Wiki arbeite. Also jetzt im Seminarkurs arbeiten wir offen, aber wo es wirklich um Inhalte geht als Heftersatz, da arbeite ich in einem geschlossenen Wiki, weil mir das zu heikel ist mit den Schülern da über Copyright. Wenn alles, wenn OER so gut entwickelt wäre, dass ich auf Tausende von Materialien zugreifen könnte, wäre das gut, aber ist einfach nicht. Und gerade Abbildungen sind in, also Geografie, ist das echt no notwendig. Für Ethik mag das gehen, aber für Geografie geht es noch nicht. Oder es würde ja auch die Frage noch beantworten, welche Erfahrungen haben Sie mit dem Einsatz der Inhalte im Unterricht gemacht? Also, was jetzt die im Wiki eingestellt werden, ja, da habe ich große, also da schreibe ich ziemlich schnell, also man muss das ziemlich stark begleiten am Anfang. Ich habe da sehr stark dann auch reguliert. Inhalt oder Bilder, die dürfen reingesetzt werden, die nicht, da fehlt die Quelle, da musst du nochmal gucken. Ich glaube, das hat die Schüler echt auch genervt. So, aber mit, man kommt halt auch, das ist halt immer mit diesen digitalen Medien, man kommt halt echt an Schüler ran, die sonst sich nicht so Ja, beteiligen, weil die Kompetenzen einfach woanders liegen. dann auch noch eine interessante Frage, wie sieht denn die Technik an der Schule aus? Also, dadurch, dass ich als technikaffin gelte, habe ich jetzt meinen ganzen Unterricht in einem, oder fast meinen ganzen Unterricht in einem Raum, wo so ein interaktives Whiteboard hängt. Das heißt, da kann ich schnell mal in Wiki schreiben oder im Concept Board da oder in anders oder Sachen zeigen. Außerdem habe ich da 5 Computer drinstehen, wo ich die Schüler auch relativ schnell in Wiki schreiben lassen kann. Also ich habe meistens 1, 2 Schüler, die parallel zum Unterricht eben in das geschützte Wiki dann da reinschreiben. Oder wir haben Computerräume, aber die sind nicht so gut ausgestattet. Also die sind super langsam. Aber das soll besser werden. Ich habe auch schon von die Nachbargrundschule, die hat einen Satz Tablets. Das ist aber, glaube ich, nicht die Regel. Das, ja, das Tablet ohne Internet, das ist, ich glaube, das ist, also auch bei mir ist es nicht verbreitet. Die 7. Klasse, ein Schüler mit Tablet. Ich würde es begrüßen, aber ja, es gibt da unglaubliche Vorbehalte dagegen. Ich habe auch einen Schüler, der hat dann ausschließlich auf dem Laptop geschrieben. Das ist ungünstig, weil da immer diese Barriere da vor sich hat, hat sich aber trotzdem immer an den Diskussionen beteiligt und da sehe ich auch gar kein Problem dabei. Wenn dann die Ablenkung zu groß ist, aber ja, generell würde ich das auch begrüßen. Wobei es auch Schüler gibt, die sagen, müssen wir das jetzt wirklich ins Wiki schreiben? Wir wollen das lieber mit Hand, die Tabelle, jeder für sich ausfüllen. Sage ich, ja, wir schreiben es doch ins Wiki. Da haben wir alle den gleichen Stand. Dann haben wir 2, die ins Wiki schreiben und der Rest füllt es mit der Hand aus oder so. Also. Das ist halt die unterschiedlichen Lerntypen. Wobei, es gibt ja auch einen Weblog von einem Schüler, der in Frankfurt allerdings ist, das heißt experimentdigital.wordpress.com und der geht mit einem Tablet in der Oberstufe allerdings rein und schreibt da, macht da seine ganzen Mitschriften im digital. Das ist ja auch, also es geht offensichtlich. 7. Klasse ist, glaube ich, da sind die Lehrer zu, haben zu starke Vorbehalte. Noch eine Frage? Nee, im Etherpad war jetzt keine Frage mehr so weit drin. Ich glaube, hier im Chat habe ich auch keine übersehen. Frage an die Teilnehmer, habt ihr noch Fragen? Es rührt sich nichts. Also hier, was Florian geschrieben hat, der in der Lehrerausbildung, das sehe ich auch so, deswegen habe ich ja, also dass dieses Netzphilo, also dieses Philosophieren im Internet, das ist ja auch am Didaktiklehrstuhl angebunden, an der Uni. Ich glaube, da hat man auch noch Zeit, sowas zu machen. Später im Referendariat macht man es auch nicht. Also ganz ehrlich, im Referendariat ist einfach die Zeit begrenzt, da arbeitet man sich. Ich will euch keine Angst machen, aber da arbeitet man sich echt halbtot. So schon. Ohne dass man da digitale Medien einsetzt.
die Vorbehalte. Ja, da steht dann, meine Sachen stehen dann im Internet. Und dann, was mache ich denn nächstes Jahr mit den Schülern? Dann steht das ja alles schon im Internet. Da braucht es halt eine neue Aufgabenkultur, die sich aber erst so langsam entwickelt. Aber ist es nicht gut, wenn das schon, also Also, ich kann man glaube, das denjenigen dann nicht klar machen, dass es das irgendwie gut ist, wenn das schon im Internet steht? Also. ja, aber wenn ich die Sachen schon seit, wenn ich die Sachen einmal erarbeitet habe und die Aufgaben gut funktionieren, dann will ich die nächstes Jahr nicht umwursteln, damit ich da drauf zugreifen kann, was da im Internet Ja, aber wenn steht. man sagt, also wenn man versucht, denjenigen so ein bisschen dieses Flipped-Prinzip zu erklären und zu sagen, ist doch super, da habt ihr doch im Unterricht viel mehr Zeit. Also Lehrer beschweren sich ja immer, dass irgendwie zu wenig Zeit ist. Und ein Schüler, der sich da eh schon in der Freizeit damit beschäftigt, also den gibt es wahrscheinlich eh nicht so viel. Und aber wenn, dann wäre es doch super. Aber das ist wahrscheinlich nicht so. Ja, also es gibt Lehrer, die nutzen auch, also Wikis jetzt nicht so, aber andere Medien und so. Und ich glaube, die Schüler sind auch völlig ausgelastet. Also mit ihrem normalen Unterricht und mit den normalen Hausaufgaben, da haben die wenig Zeit, dann noch zusätzlich sich dann die Sachen anzueignen, denn dafür ist ja der Lehrer da. Das ist auch bei den Schülern so eine Barriere, dass sie dann, ist das dann eher, also ich gebe zum Beispiel, wir haben halt, wie gesagt, ein geschütztes Wiki, aber wenn ich da Aufgaben gebe, Hausaufgaben und sage, macht es euch einfach, einer schreibt es oder schreibt es ins Wiki und die anderen verbessern, das machen sie nicht effektiv. Also da ist einer dabei in meinem Kurs, der schreibt es ins Wiki. Und die anderen sind dann immer überrascht, dass es schon drin steht. Aber es ist nicht so, dass sie sich gegenseitig dann verbessern. Das war in dem Ethikkurs, was ich euch vorhin gezeigt habe, das war besser. Da waren immer welche dabei, die haben auch die Sachen von den anderen gegengelesen und haben das verbessert. Aber ich glaube, also das war aber eine Zeit, da hatten die noch 13 Jahre zum Abitur. Hier in Baden-Württemberg wurde das ja verkürzt. Ich meine, gut, ich habe auch nach 12 Jahren Abitur gemacht, aber dadurch, dass die Inhalte nicht geschrumpft sind, nicht großartig, sondern auf die verbliebenen Schuljahre verteilt wurden, ist die Zeit einfach zu gering und die Schüler haben auch nicht unbegrenzt Zeit am Nachmittag. Die wollen auch noch Fußball spielen und ein Instrument lernen und so. Vielleicht haben die auch Freunde. Vielleicht, ja. Was geben. Wenigstens Facebook-Freunde haben sie auf jeden Fall. Ja. Die haben sie, mich auch. Ja, danke. Mal schnell nochmal rein, Snippet. Nein, sind keine anderen Fragen. Gut. Dann ja, bedanke ich mich nochmal für den Vortrag, Manny. War wirklich sehr aufschlussreich und das mit dem Wiki werde ich mir überlegen als Ordnungssystem. Ja, dann wollte ich noch darauf hinweisen, auf die nächste Live-Session, die ist dann am 21. Januar, also dann zum Themenblock 4. Da sagen wir euch dann nochmal rechtzeitig Bescheid. Und für alle, die morgen jetzt nicht dabei sind beim Zug Glühwein trinken, für alle die schon schöne Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und für die anderen, die sehen wir ja dann morgen bei vor der Frauenkirche an der Glühweinpyramide. Genau. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Okay, von mir auch. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Ciao.